Jetschule, Modellbau Wolken, Sommerhorst. Eine große A10 für die Firma Arts Hobbys. Ali Matinski, Chef der Firma und begeisterter Pilot. Selbst am Steuern sitzt in der großen Modell. Von zwei Originalen auf dem Rundrücken führt er diese A10 jetzt wie das Original vor. Informieren Sie sich am Stand von Arts Hobbys. So eine Besonderheit noch bei dieser A10, es sind Attrappenbomben, unsere Saatlinie, maximal auf die Maschine. Also jetzt wohl nicht diese Schubfigur, aber wird sie gleich auch mal abwerfen. Es knallt aber nicht. Es sieht nur so aus, als ob. In schwarz natürlich. Ja, sehr spektakulär das Ganze. Auch hier darf man applaudieren. Nicht nur steigen. Der Warm heute Morgen und vor Ende aneinander rein. Erzeugt noch mehr Wärme. Aber dann müssen wir durch. Es sind genug Getränke, wenn wir hier wohl wieder abkühlen können. Wenn der Film nach Bosnien geflogen haben, da fehlen noch zwei Maschinen, die haben so große Doppeldecker. Einer ist Apotheker und der ist die Hörer. Meier und Faber werden in Frankreich auch schon mal nicht wirklich gesehen. Lassen Sie die Eier. Und klack, 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 keine Bestätigung nach oben. Auch hier ist die Kunst nur Sonderapplaus. Im Original sieht das Team immer aus. Ist ja, das ist ja das Tolle an dem Sport hier. Sind ja keine Militärverherrlichte, aber von der Technik her erlauben diese Militärjets natürlich jede Menge für Modellbauer zu machen. Da sind wir auch als ältere Männer immer noch die Kinder. Das ist ein Riesenspaß. Gerade dieses Flugzeug für den Erdkampfbereich.
400.000 Kilometer pro Stunde. An der hinteren Bordkette wiederum führt sich Außenlasten, also ich kann eine Menge tragen und ist bei diesen Geschwindigkeiten immer noch unheimlich notwendig. Ja, und die Luft der Rosina ist ja auch immer an Bord. Schaut mal vorbei am Stand als Hobbys. Ich weiß nicht, wie viel zählt. Entweder Zelt 1, das ist das erste Zelt, das hier von meiner Seite aus links gesehen. Schräg gegenüber von der Brennkammer. Ja, ich kann die Brennkammer. Ganz klar, was ich meine. Zelt 1, Zelt 2, das war ein Heiligtum. Da bin ich hier mal drauf nach vorne. Und auch da lohnt es sich mal an den Außenständen vorbeizugehen. Wir haben ja nicht nur HändlerInnenzelt, sondern auch an den Außenflächen hier zur Flightline hin. Das Tolle ist, die Flugmodelle sind aufgereiht bis hinten zum Ende fast der Bahn. Sehr schöne Modelle, die man hier sehen kann. In den Zelten und auch draußen hier an der Flightline. Ist auch gut wie ein Fußpilz, man kann barfuß den Rasen betreten. Besser wie alles andere. Geflogen, diese dieses Flugzeug wird auch von HS Hobby vertrieben. Stellung beim Steuern, breitbeinig, damit man bei diesen Extremfiguren auf dem Grund fällt. Hier wird er jetzt eine sehr spektakuläre Kurslandung machen. Aus der Kurve heraus, schauen Sie sich das mal an. Unaufgeregt. Tolle Show. Und das noch vor 11. Also die meisten noch haben über Frühstück. Da macht der Ali hier schon so eine Boden-Akrobat. Der tolle Lackierung, die wir haben. Ein Helikopter, ein Motorflugzeug, 3 Meter, 23 Kilo, eingebaut hier, eine 6 Turbine.